So, willkommen zu Part 22 und wir haben überhaupt nicht mehr viel vor uns. 4 Level, um genau zu sein. Im letzten Part habe ich 3 gesagt. Ist ja typisch, ne? Ey, Margo kann mal wieder nicht zählen. Es sind 4 Level und wir fangen gleich wieder mit dem ersten an. Enceladus, egal welches Wort es ist scheißegal, ich sehe es einfach so vor, als wüsste ich, was es ist. Enceladus. Wir kommen zu Enceladus oder Enceladus oder, ach, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Schnurz. Und, okay, das geht ganz schön ab. Ich hab keinen blassen Schimmer. Und der ist viel zu schnell für mich. Der ist ja schon über alle Berge. Oder der ist über alle Planeten, oder wie soll ich das sagen? Alles klar. Ist klar, alles. Hey, Perfect Landing, das kam ja richtig geil so angeschossen. War das, ist das immer so? Okay, manchmal bin ich ein bisschen blöd. So, mein, ist das immer so? Wahrscheinlich ist das immer so, nur bin ich manchmal ein bisschen, ja, merke ich das immer ein bisschen spät. Dann denken die so, meine, hey, sag mal, spielst du das Spiel eigentlich oder bist du dabei im Halbschlaf oder was machst du dabei eigentlich? Aber wo ich gerade beim Thema Halbschlaf bin, irgendwie bin ich gerade echt ein bisschen müde. Obwohl ich eigentlich relativ viel und gut diesmal gepennt habe. So, und ich habe alle, ne? Würde ich mal sehen. Oh, geiles Englisch. Würde ich mal sehen. Alter. Würde ich mal thinken. Nee, aber wir haben wirklich alles. Alles. Alle Äpfel. Und trotzdem geht das Level noch übelst weiter. Ja, das Level geht noch übelst weiter. Das ist. Nee, doch nicht. Wir hatten erst 2. Hm, ich kann. Margo kann immer noch nicht zählen. Ich kann immer noch nicht zählen. Ich werde das Zählen auch in diesem Part nicht mehr lernen. Genau, nämlich 3 plus 3 sind ja auch 11 oder so. Naja, zählen werde ich nicht mehr lernen diesmal. Gut, das haben wir doch schon mal gleich beim ersten Versuch geschafft oder zweiten, wie auch immer. Ich kann wieder nicht zählen. Wahrscheinlich war es irgendwas anderes. So, Saturn. Oder wie man es auch immer Englisch ausspricht, Saturn. Aber meistens sprechen die ja so nicht. Enceladus. Ja, kann auch sein. Nur Enceladus. Ach, ich weiß. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Dann sag ich lieber, ich weiß es nicht. Was ist denn die beste Lösung? I don't know. Je ne sais pas. Französisch heikel. Nee, das lasse ich lieber mit Französisch. Dieses Fach ist nicht mein Lieblingsfach, sag ich es mal so. Schade. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt da drin. Manchmal ist man mit Glück da drin und denkt, oh, irgendwie kommt man noch weiter. Also manchmal schafft man das denn noch. Gut, das war doch etwas zu langsam. Jetzt bin ich bei meinem 28. Versuch. Ja, ich kann inzwischen wieder zählen, genau. Wir sind bei Versuch 28, deswegen. Oh, Mann, ey, ich denke da schon immer, ich fliege da zu weit. Das wäre ja auch ein Ding, ne? So, habe ich es hier schon gewusst mit dem Abstoßen? Musste ich eigentlich. Oh, nö. Ist nicht dein Ernest. Nochmal das Ganze. Hehe. Hehe, nein, nein, nicht damit anfangen. Das habe ich mir doch abgewöhnt, das habe ich mir doch abgewöhnt. Für die, die es nicht wissen, also ich habe immer ein paar so hehe gemacht und das ist so eine übelst hässliche Lache und. Oh Mann, ey. Eigentlich wollte ich mir die abgewöhnen, habe ich mir auch abgewöhnt, aber jetzt habe ich sie gerade wieder gesagt. Oh mein Gott, furchtbar. Aber ich habe mir schon abgewöhnt, meinen hässlichen Akzent mit Alit und das ist nicht toll und so mit diesem T-Akzent. Keine Ahnung, welcher das ist. Habe aber schon ganz oft gefragt, welcher das jetzt genau ist. Genau, das habe ich mir inzwischen ja schon noch abgewöhnt. Weil das ist echt hässlich, wenn man so redet. Aber ich habe eh nur so zum Scheiß so geredet. Ich habe jetzt ja nicht so geredet, weil ich ja wirklich so rede oder sowas. Habe ich ja nur so zum Scheiß gemacht. So, hier bin ich ganz oft nämlich früher abgekackt. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Boah, muss man sich hier auch konzentrieren, wenn man dauerhaft abspringen muss. Nein! Nochmal neu, sorry. Ja, ist so. Besser, als wenn ich das jetzt noch zu Ende spiele und dann nochmal, dann dauert es umso länger.
Oh, shit, ne? Ja, aber kann man leider nicht ändern. Das Ding ist das immer, ne? Man kann sich damit trösten, dass man sich ändern kann. Wenn irgend, egal was passiert ist, ne? Danach denkt man, es ist, man kann es nicht ändern. Es gibt leider nicht diese Funktion, dass man die Zeit zurückspulen könnte und das nochmal neu machen könnte. Nein, es ist passiert und man kann es einfach nicht ändern. Es ist so. Gut, ich rede jetzt total philosophisch hier und es geht um meinen Granny Smith und mein Spiel, bei dem ich abgeschmiert bin. Etwas bitter, naja. Ich meinte ja auch allgemein und nicht zum Thema PC-Spiel oder Granny Smith oder wie auch immer. Das ist auch bitter, wenn man den da nicht einsammelt, ne? Weil das ist mir auch schon passiert und das ist echt... So, das sieht auch schon mal super wieder aus. Das ist inzwischen kein Problem mehr. Ich muss einfach nur diese Taste voll festdrücken. Das habe ich irgendwie vorher nicht gecheckt. Und jetzt gleich muss ich rechtzeitig loslassen, damit ich... Perfekt. Göttlich fast schon. Fahr mal auf den Kopf, weil ich möchte... Ja, der holt mich an. Scheiße. Wie soll ich denn da rankommen, ey? Willst du mich eigentlich verarschen an den dritten Apfel? Oh Mann, wie soll ich denn da rankommen, bitte? So, konzentrieren. Die ersten beiden Äpfel sind eigentlich Pflicht inzwischen. So, Apfel Nummer 1. Gleich kommt wieder das Timing. So, das mache ich immer schon relativ gut jetzt. Und jetzt kommt es gleich, warte. Die Plattform, so. Jetzt springe ich ans Seil und jetzt muss ich gleich... Ja, war fast genauso perfekt wie gerade eben. Aber jetzt mal die Frage... Ach so. Nein! Nein! Oh Mann, habt doch Mitleid mit mir. So, sorry, nicht hingeguckt. Oh, aber ich weiß jetzt, wie es geht und ich muss jetzt daran gleich denken, gleich wieder den Stock ausfahren. Also, ich bin eine weibliche Frau diesmal, kann es nicht zweideutig gewesen sein. Genau, Krückstock ausfahren. Und dann, ja, an einem Seil festhalten, damit ich nicht in diese hässlichen Scheißkristalle fahre, die auch als Kakteen gleichgestellt werden, weil wenn ich da reinfalle, bin ich tot. Na gut, wenn man in einen Kaktus reinfällt, ist man gleich nicht tot, aber... Kennt ihr das Video bei YouTube, wo so ein Typ mit nacktem, freien Oberkörper, glaube ich nur in Unterhose, in einen Kaktus reinspringt? Das ist so scheiße krank, ey. Und danach schreit der, ne, und das ist so krank, dann muss er da auch noch rausgeholt werden und dann wird er da durchgezogen und die... Oh. Und das tut, muss so wehtun, aber manchmal denke ich so, kein Mitleid. So mein Gedanke, kein Mitleid, weil warum macht dieser Vollidiot das denn auch? Warum wirft er sich... Der muss das doch denken, dass das passiert. Und da denke ich mal so, gut. Selber schuld, Vollidiot. Zu wenig Schwung, war scheiße. Ja. Hast nicht ordentlich aufgepasst in der Schule. Du warst einfach nur zurückgeht. Du bist zurückgeblieben. Warum machst du so einen Scheiß? Und ja, das sind meine einzigen Gedanken dabei. Weil es ist aber... Kann man so einen Scheiß machen. Gut. Aber so eine Videos gibt es im Internet, wo die sich wehtun. Genau wie Jackass. Warum machen die das? Aber da ist ja auch Mitleid das allerletzte, an das man denkt. Die wollen sich ja auch wehtun. Ich glaube, der Typ wollte sich jetzt nicht bewusst wehtun. Er war sich einfach nur nicht dessen bewusst, wie doll es wehtut. So würde ich es eher ausdrücken. Gut. Und... Hep. Hep. Ja. Hui, mein Gott. Das war diesmal ein bisschen knapper. Mit 2 von 3 Äpfeln habe ich jetzt schon eigentlich die Goldmedaille sicher, aber... Das war schon wieder scheiße. Ich muss da irgendwie besser reinfliegen. Ich weiß nicht wie, aber... Das ist echt richtiger Mist, finde ich. Vor allem gibt es hier keine Checkpoints und das dauert immer so lange wieder, wenn man den ganzen Anfang spielen möchte. So, und wenn man den jetzt auch noch am Anfang abschmiert, so ganz bitter, das ist noch ärgerlicher. Mann, ey.
manchmal hier wirklich echt zum Kotzen. Nein, Mann! Ah, und dann noch so eine bitteren Sachen, ey. Na gut, das ist nicht ganz am Ende, bevor man denn alles schön eingesammelt hat. Und am Ende kommt so ein Glücksding, so ein Glücksgriff. Und dann musst du den einsammeln. Das ist hier nochmal... Kann man sagen... Ach, toll, ey. So ein Schmutz, weil er da an der Klippe hängen bleibt. Sie, meine ich. Oder vielleicht ist es doch ein Er. Ich bleib vielleicht bei der Theorie, dass es vielleicht ein Er ist. So. Konzentrieren. Oh, nee, da kommt ja noch gar nicht das Seil. Oder das war ja schon, meine ich. Das war ja am Anfang. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Mann, ey, gleich zweimal hintereinander. Zocke ich wieder einen ganzen Part an einem Level, ey. Es kotzt doch an. Es ist echt deprimierend. So, jetzt darf ich eigentlich nicht mehr abspielen, weil diese Stellen... Also an denen darf ich jetzt wirklich echt nicht mehr verzweifeln. Das ist Pflicht, dass ich das jetzt sozusagen gleich auf Anhieb schaffe. So, das auch. Das ist nicht deren Ernest. Ey, ich fuck hier gleich richtig ab, ey. Dreimal hintereinander. Ich darf nicht darüber nachdenken, wie ich da springen soll. Wenn ich mir nämlich Gedanken darüber mache, wie ich da springen soll, dann springe ich falsch. Ich springe einfach wie am Anfang. Einfach springen, wie ich es sonst auch immer gemacht habe. So. Schaffe ich bestimmt wieder nicht. Viel zu früh, was ist denn jetzt? Jetzt mache ich mir wirklich Gedanken darüber. Oh, toll. Viermal jetzt schon an der gleichen Stelle. Es ist doch zum Abfacken, oder? Weil mir dieser Anfang jetzt immer so ewig dauert und einfach nur easy ist und ich den jedes Mal schaffe, ey. Nein, es gibt sowas wie Checkpoints nicht, aber in Leveln wäre es auch ein bisschen bitter, wenn es sowas wie Checkpoints gibt, ey. In so noch vereinzelten Leveln. Nee, das wäre dann doch etwas, naja, wie soll ich sagen, etwas zu, ja, zu leicht gehalten. So, jetzt habe ich den eingesammelt und jetzt muss ich auch noch die zweiten und dritten schaffen. Sonst führt es zur ultimativen Depression. Oder Frustration, wie auch immer. So, jetzt auf den Vorsprung. Zack, aufs Seil. Rechtzeitig loslassen, perfekt. War alles gut bisher. Und das war wieder schlecht. Mann! Fuck, ey. Soll ich denn das machen? Vor allem, ich kann mich jetzt nicht im Kopf daran zurückerinnern. Wie war das da jetzt aus? Wie muss ich da springen? Oh, toll, ey. Es ist doch wirklich die ultimative Frustration. So, ich mach den Part etwas länger. Weil das Level muss ich schaffen. Das ist sonst unfair, wenn ich da den ganzen Part daran sitze. Und es ist doch auch scheiße öde. Naja, was soll's. Wollen wir jetzt auch weiter zu sagen, ja gut, Part ist zu Ende und dann... Versuche ich es im nächsten nochmal, dann ist man nochmal neu motiviert. Gut, neuer Part, jetzt schaffe ich es auf Anhieb. Was? Ich hätte doch noch dagegen fahren können und den abspringen können. Oh, ich bin hier so frustriert, Alter. Ich war schon so frustriert, dass ich nicht mehr upragen kann. Kennt ihr es, wenn einem Sachen nicht mehr zum Aufregen bringen, sondern einfach nur zur Sprachlosigkeit? Sprachlosigkeit ist sozusagen die ultimative Frustration. Ich weiß gar nicht, ob es Frustration das Wort gibt, davon ab. Es ist Frust ist natürlich das Norm, aber ich nenne es irgendwie mal Frustration. Also jetzt schreibt nicht, gibt es gar nicht das Wort. Nee, ich sag das nur so. Hört sich geil an, die ultimative Frustration. Also wenn man so ultimativ frustriert ist. Daher. So. Gleich ab. Ich fuck hier ab. Ich kack nicht ab, sondern ich fuck ab. Ich so übelst scheiße gerade fahr, ey. Immer und vor allem an der Stelle, die ich schaffen muss.
Wenn ich im falschen Moment abspringe, ey. Boah, dieser Anfang, ey. Ich kann das nicht mehr sehen. Schon wieder so ein hässlicher Fehler wahrscheinlich, der mich... Nee, gut. Geil. Zumindest auch noch vor dem Dieb. So. Zack, auf Plattform. So, und auf den Vorsprung rauf. Zack, und jetzt. Hep. Jetzt. Also hier darf ich jetzt eigentlich auch keinen Fehler mehr machen. Gut. Konzentrieren. Ich hab's geschafft. Ja! Geschafft. So. Dann habe ich das geschafft. Super. Was war das nochmal? Saturn, genau. Der mit dem Ring da drum. Oder der Technikladen. Wie auch immer, wie euch das halt einprägt. Ich bin einfach nur gerade froh, dass ich das geschafft habe. Deswegen, darüber bin ich tierisch erleichtert. Zwei Level fehlen noch. Einmal Mimes oder Mimes und einmal Titan oder Titan, wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dann.